sehr geehrte Damen und Herren, die einführenden Worte von Herrn Pauli haben wir schon gehört. Kommen wir zum abschließenden Teil des heutigen Tages. Unser Musterdach hat sich im Laufe des Tages immer weiterentwickelt. Wir haben angefangen mit der luftdichten Ebene. Wir haben die Dämmung aufgebracht, die Lattung aufgebracht, ein Fenster eingebaut. Ja, und jetzt wollen wir eben das Dach auch noch eindecken, die regensichere Dacheindeckung herstellen. Bevor ich damit anfange, meinen Vortrag einleite, stelle ich mich noch mal kurz selber vor. Mein Name ist Frank Engelmann. Ich bin im Hause Nelskamp zuständig für den Bereich Schulungen, Seminare, betreue also Veranstaltungen hier, bin aber auch gerne bei Ihnen im Betrieb, schule Ihre Mitarbeiter beim Handel und natürlich auch unsere eigenen Seminare, wo wir verschiedenste Dinge zum Thema Dachziegel und Dachsteine erklären. Eingangs einige Worte zur Firma Nelskamp an sich. Die Dachziegelwerke Nelskamp, wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, also es ist immer noch die Familie Nelskamp, der Herr Nelskamp, der dazu 100% das Sagen hat und produzieren insgesamt in 6 Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. Das wird auch so bleiben. Es gibt da keinerlei Pläne, irgendwo mal ein Werk in, ich sag's mal, Tschechien, Polen, Rumänien, Ähnliches aufzumachen. Das ist der Familie Nelskamp sehr wichtig, die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze hier zu belassen. Von der Größe her, Inhaber geführt, knapp 600 Mitarbeiter zurzeit und ja, Jahresumsatz ca. 120 Millionen Euro. Wir haben recht schwere Produkte, Dachziegel, Dachsteine, daher ist die Logistik ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Dienstleistung, die wir letztendlich ja auch mitverkaufen. Daher sollte vernetzte Lagerhaltung bedeutet, wir haben an jedem der Dachsteinstandorte, das wäre zum einen hier Gartrop, Dieburg und Schnellinde, auch die Dachziegel aus allen Werken vorrätig. Die Dachziegelwerke eben hier, der Hauptsitz, das älteste, kleinste Werk in Schermbeck, dann das größte, modernste Werk in der Nähe von Magdeburg und das von hier aus wohl nächste Werk Unsleben im Fränkischen, diese Ziegel vorrätig. Als Mittelständler haben wir vielleicht nicht das größte Marketingbudget und das ist auch gar nicht das, worauf der Herr Nelskamp, die Familie Nelskamp so wahnsinnig viel Wert legt. Wir definieren uns eben nicht über die schönste Hochglanzbroschüre, die schönste Webseite etc. pp., sondern vielmehr über A, die Produkte, und B natürlich die Menschen. Das ist bei uns auch ja sehr offensichtlich, wenn man sich die Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter anschaut. Also ich bin mit meinen gut 5 Jahren bei der Firma Nelskamp immer noch Frischling. Es gibt viele Kollegen, die sind 15, 20 Jahre und mehr im Unternehmen, sprich es ist eine Kontinuität da. Das ist ein Vorteil, wenn es einfach im Tagesgeschäft Dinge zu klären gibt, dass man da langfristig die gleichen Ansprechpartner hat. Das ist der Familie Nelskamp auch sehr wichtig, dass wir da so aufgestellt sind. Das zweite ist eben das Thema Produkte. Da investieren wir sehr, sehr viel im Thema Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel kontinuierliche Entwicklung, was das Thema Ziegelformen angeht. Sehen wir gleich, wenn wir die Übersicht sehen. Auch Ziegelgrößen. Auch da sind wir federführend. Der eine hat gerade schon gesagt, ja, da oben kommt wohl noch ein Großflächenziegel hin, weil die Lattung ausgespart ist. Also das ist so ein Beispiel, wo wir federführend sind. Wir können Ziegel bis 5,5 Stück auf einen Quadratmeter herstellen. Ist eine Möglichkeit, die es dort gibt. Bereich Oberflächen, das betrifft im Wesentlichen den Bereich Dachsteine. Da nur mal eine Oberfläche herausgeriffen, die Oberfläche Klimalife, weil es ein ganz aktuelles Thema ist. Diese Oberfläche neutralisiert Stickoxide. Also dieses NOx-Thema, was im Zusammenhang mit dem Dieselabgasskandal immer wieder in den Medien ist, kann über Dachsteine abgebaut werden. Wir haben dort Titandioxid in die Oberfläche versetzt und sobald Licht auf diese Oberfläche scheint, werden dadurch Schadstoffe neutralisiert. Gibt es auch in vielen anderen Baustoffen, gesagt dazu, also wir finden das auch für Fassadenputze, für Asphalte, Pflastersteine etc. pp. Gibt verschiedenste Studien, die ganz klar die Wirksamkeit davon belegen, mehr als die Umweltplaketten zum Beispiel. Sprechen Sie uns an, wenn Sie dort weitere Teils zu haben möchten. Und last but not least, das Thema, worum es auch heute gehen soll, Sicherheit und Verlegetechnik, eben in Bezug auch auf das Handling unserer Dachziegel, Dachsteine und eben die Sicherheit, sprich die Windzugsicherung, die mit einhergeht. Kurze Übersicht über das Dachziegelprogramm. Der Hohlziegel ist so ein bisschen der Großvater vieler Modelle, insbesondere dieser Hohlfalzziegel, wo dann Kopf- und Seitenfalz dazugekommen sind, Glattziegel, die eben genannten Großflächenziegel, Doppelmuldenfalzziegel. Die größte Gruppe, Sie sehen es, 8 Modelle, also 8 verschiedene Größen bedeutet das immer. Allein in dieser Ziegelgruppe, Rheinland-Reformziegel, Biberschwanzziegel und auch ganz neu der SP10, so ein Doppelziegel, Zwillingsziegel, aus dem Ausland inspiriert, Benelux, Nordfrankreich, da kommt er ursprünglich her, mittlerweile auch in Deutschland zu haben.
auch im Bereich der, ich nenne es mal Nischen, sind wir aktiv, der genannten reduzierten und gedämpften Dachziegel. Oftmals irgendwo an das Thema Denkmalpflege angekoppelt, ja, oder bei den Leuten, die wirklich viel Geld für ihre Dacheindeckung ausgeben wollen, weil das sind die mit Abstand teuersten Ziegel, die sie bei uns kaufen können. Wo kommt das her? Thema Denkmalpflege. Früher wurden Ziegel im Feldbrand hergestellt. Und Feldbrand bedeutet, Loch buddeln, Brennmaterial rein, Ziegel rein, Brennmaterial drüber, anzünden, abdecken, 3-4 Tage ziehen lassen und danach alles wieder rausholen. Die meisten Ziegel kamen dann naturrot raus. Ein paar Ziegel, die kamen aber irgendwie auch so raus. Und einige eben in Abstufungen dann dazwischen. Man hatte keine Ahnung warum. Hatte aber relativ schnell raus, dass diese Ziegel härter sind als die naturroten. Was hat man mit denen gemacht? Teurer verkauft. An die Leute, die Geld hatten, Gutsherren, Ratsherren, Schlossherren, Klöster, Burgen etc. Also die Gebäude, die, wenn sie noch stehen, heute oftmals unter Denkmalschutz stehen. Und da sagt dann die Denkmalpflege, da muss dann auch wieder so ein reduzierter oder gedämpfter Ziegel drauf. Heute weiß man, was da passiert ist. Wir alle wissen, Feuer braucht Sauerstoff, um zu brennen. Und diese Ziegel, die so rausgekommen sind, die lagen irgendwo in der Ecke von dem Loch, wo kein oder nur wenig Sauerstoff hingekommen ist. Und wenn das Feuer den Sauerstoff nicht aus der Umgebung kriegt, zieht es sich das zum Teil auch aus den Scherben heraus. Und was den Ziegel rot macht, ist, dass wir in den mitteleuropäischen Tonvorkommen fast überall Eisenoxid drin gebunden haben. Oxid heißt das mit Sauerstoff. Und dieses wird dann beim Ausschluss von Sauerstoff in Eisenoxidul umgewandelt. Und das ist eben so grau-schwarz. Heute macht man das im zweiten Brennvorgang. Wir nehmen unseren naturroten Ziegel, bringen den zum Dämpfofen, erhitzen ihn nochmal auf knapp 900 Grad und dann reduzieren wir den Sauerstoffanteil, daher auch der Name Reduktionsbrand. Dann kommen verschiedenste Abstufungen von rot bis grau-schwarz zusammen oder bringen ihn fast auf null runter und dämpfen den Ziegel komplett durch. Ist, wie gesagt, mit Abstand die teuersten Ziegel, die Sie bei uns kaufen können. Das Thema dabei, wenn wir hier von einer engobierten Lieferung sprechen, hätten wir sicherlich ein Thema irgendwie Farbunterschiede, Farbreklamationen, wo wir uns da unterhalten müssten, ist aber bei den gedämpften Ziegeln genau das, was man möchte. Die minimalen Unterschiede im Gefüge vom Ton her werden durch dieses Dämpfen nochmal hervorgehoben und wir bekommen dieses charakteristische, traditionelle Ziegelbild, dieses Ziegeldeckungsmerkmal. Daher natürlich da auch mischen, ein absolutes Muss aus den Paletten und eine Besonderheit, die wir dort eben anbieten, auch mittlerweile für nicht-historische Ziegel, auch Glattziegel zum Beispiel, können wir dämpfen. Gibt dann ja ganz spannende Dächer, oftmals dann im sehr hochwertigen Einfamilienhausbereich vor Ort. Kurze Übersicht über die Dachsteine, Planum 2, jetzt mal die Architektensteine für die moderne, geradlinige Architektur, Planum 2, auch aus dem Ausland inspiriert. Wir haben so eine Rille draufgebracht, kommt aus Frankreich, die Franzosen lieben ihre kleinformatige Steinschindeleindeckung. Und aus dem Betrachtungsabstand sieht diese Rille eben aus wie eine Deckfuge und ich bekomme die Ästhetik einer sehr kleinformatigen Eindeckung. Ansonsten den Klassiker schlechthin, die Finkenberger Pfanne, seit über 60 Jahren durchgehend im Programm. Die Sigma-Pfanne mit der gleichmäßigen Welle, S-Pfanne mit der ungleichmäßigen Welle und last but not least die Kronenpfanne. Nehmen wir mal ein Bild vom Planum 2. Also hier, das ist die Rille und aus dem Betrachtungsabstand wirkt es eben wie eine Deckfuge, aber auch hier ein bewährtes 10er-Format für die Eindeckung. Ja, eine Besonderheit gibt es auch noch im Bereich Dachsteine und zwar für die Sigma-Pfanne das Thema Easy Life. Steckt schon im Namen drin, eine besonders leichte Pfanne. Circa 30% Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen Dachsteinen, ohne dabei irgendwelche Schweinereien anzustellen. Das heißt, ohne dabei mit Zellulose zu arbeiten, mit Kunststoffgranulaten oder ähnlichem. Also auch dieser Stein besteht ausschließlich aus Sand, Wasser, Zement und ein paar Farbpigmenten. Wir produzieren generell alle Dachsteine nach dem DIN Plus Standard. Etwas laienhaft ausgedrückt ist das der DIN Standard nochmal 10% Anforderung obendrauf. Und auch dieser Stein erfüllt die zum Beispiel Druckfestigkeit, Bruchfestigkeit nach dem DIN Plus Standard. 3 Kilogramm pro Stück, circa 30 Kilogramm auf den Quadratmeter. Das ist eine erhebliche Einsparung. Wir reden davon 13, 14, 15 Kilogramm pro Quadratmeter. Aus Einfamilienhaus gerechnet, sind das mal eben 2 Tonnen, gut 2 Tonnen, die da zusammenkommen. Ja, das ist das, was bei uns im Datenblatt drinsteht. Was im Datenblatt drinsteht, ist eben auch der Teil der DIN-Zertifizierung, muss auch eingehalten werden. Das wird auch kontrolliert, dass wir dann auch diese Werte durchgehend erreichen. Vorteile liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Ist erstmal leicht in der Handhabung, leicht im Handling. Logistische Vorteile kommen noch dazu.
Ansonsten, gerade in der Sanierung, bietet dieses Thema Gewichtseinsparendes natürlich verschiedene Vorteile. Wenn wir uns einen älteren Dachstuhl anschauen, wenn der saniert wird, es kommt mehr Dämmung drauf, es kommt schwerere Dämmung drauf, gegebenenfalls noch erneuerbare Energien aufs Dach und irgendwann ist so eine Statik dann auch mal am Ende. Und wenn ich dann schon 15 Kilogramm pro Quadratmeter eingespart habe, habe ich da eben mehr Flexibilität, um, was das Thema Dämmung, erneuerbare Energien angeht, noch zu arbeiten. Im Neubau theoretisch zumindest möglich, ökonomischere Unterkonstruktion. Ansonsten, last but not least, Thema Solartechnik, kann ich Sie nur dazu aufrufen, sich auch in diesem Bereich zu engagieren. Es ist am Dach da, es wird auch nicht mehr weggehen. Engagieren Sie sich in dem Bereich. Es sind viele Möglichkeiten, die wir das Dach haben. Das Thema dezentrale Energieversorgung, Autarkie. Autarkie ist schwierig, das kann ich direkt vorweg, aber es ist möglich bereits. Da müssen Sie zwar noch richtig viel Geld in die Hand nehmen, aber eine Unabhängigkeit von 80% ist bereits im vernünftigen finanziellen Ausmaß möglich. Ganz neu jetzt hier auch für den Glattziegel eine ziegelintegrierte Variante. Ansonsten für Rückfragen natürlich gerne bei uns anrufen, die Kollegen vom Außendienst ansprechen oder über unsere Webseite weitere Informationen ranholen. Ja, das soll es dann aber auch schon sein mit der Unternehmensvorstellung und kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Tage, Windzugsicherung am Stalldach. Die Vorgaben hierfür basieren auf der Lastnorm der 1055 und sind die Mindestmaßnahmen. Mindestmaßnahmen kann man auch anders übersetzen, und zwar das Billigste, was Sie bauen oder planen dürfen. Billiger dürfen Sie, Sie dürfen immer mehr machen, aber weniger auf gar keinen Fall. Die letzte Novellierung, was das Thema Windzugsicherung angab, liegt bereits einige Jahre zurück. Sie sehen es, 2011 wurde gesagt, dass grundsätzlich jedes Dach verklammert werden muss. Auch in Windlastzone 1 und 2 muss jedes Dach verklammert werden. Nicht unbedingt die ganze Fläche, oftmals dann nur die Ortgänge, vielleicht der Traufbereich, aber prinzipiell muss schon mal jedes Dach verklammert werden. Und in diesem Zusammenhang wurden die Klammerbereiche vergrößert. Triebfeder für diese Verschärfungen sind nicht wir oder die Ziegelindustrie, ist auch nicht die Firma, die diese Klammern herstellt. Nein, das sind die Jungs und Mädels aus der Versicherungswirtschaft. Diese nicht gerade ökologisch grün angehauchte Branche hat vor bereits 7, 8 Jahren eigene Studien erstellt. Da haben sich wirklich die großen Versicherer der Welt zusammengetan, Allianz, München Re, AXA, Swiss Re und wie sie alle heißen, und eine eigene Studie erstellt mit der Frage, gibt es einen Klimawandel, hat der einen Einfluss auf das Wetter? Und die Antwort dieser Studie war ganz klar ja. Sprich, es gibt mehr Extremwetterereignisse und die Versicherungswirtschaft hat Angst, dass denen die Gebäudeversicherungstarife um die Ohren fliegen. Und dementsprechend verschärfen die, üben die Druck auf die Gremien, auf die Normungsausschüsse aus, diese Vorgaben zu verschärfen, dass die halt nachher weniger regulieren müssen. So einfach ist da die Denke. Und das Thema Extremwetterereignisse, hier mal zwei krasse Bilder dazu. Also ich habe in den ersten 30 Jahren meines Lebens nie was von Tornados gehört in Deutschland. In den letzten 4, 5, 6 Jahren immer mal einmal pro Sommer, zweimal pro Sommer, dass selbst in Deutschland irgendwo ein Tornado durchzieht. Da muss man natürlich dazu sagen, wenn da so ein Tornado durchzieht, hilft die beste Verklammerung auch nichts mehr. Wenn da ganze Dachstühle abgerissen werden, da kommt alles an seine Grenzen, betrifft das Flachdach natürlich genauso wie das Steildach. Also diese Extremwetterereignisse nehmen da zu. Ja, wovon ist die Windlast, der Winddruck abhängig? Und das ist in erster Linie das Thema Gebäudestandort, geografische Lage, die Geländerauigkeit drumherum, also Bewuchs, Bebauung, irgendwas, was Verwirbelungen geben kann, die topografischen Einflüsse, also die Lagehöhe des Gebäudes, Kamm- oder Gipfellagen, Hügellagen, das sind Einflussfaktoren. Die Gebäudehöhe an sich, die Gebäudeform hat auch einen Einfluss, das sehen wir gleich nochmal, auch die Dachneigung hat einen Einfluss. Ich nehme es mal vorweg, flachere Dachneigungen sind anfälliger als steilere Dachneigungen. Die Dachform, je nachdem wie viel Grate oder Anströmkanten ich habe, hat das eben auch nochmal einen Einfluss. Steifigkeit der Dacheindeckung ist auch ein Thema, betrifft aber eher Metalleindeckungen, Faserzementplatten halt bei Dachziegeln nicht viel verloren, weil das eben eine kleinformatige, schuppenartige Eindeckung ist. Und es wird angenommen bei der Norm, dass die Lasten senkrecht wirken, Einflüsse aus Reibung der Oberfläche werden nicht berücksichtigt. Es gibt eine Windlastzonenkarte für Deutschland, Windlastzonen 1 bis 4, 1 die geringste Anforderung, 4 die höchste Anforderung. Sie sehen hier diese Karte, das ist natürlich jetzt hier eine sehr grobmaschige Karte, also ich nehme zum Beispiel hier, ich sag mal ungefähr den Feldberg heraus,
Sieht hier nach Windlastzone 1 aus. Sie können aber, ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Feldberg auf 1500 Meter nicht mehr Windlastzone 1 ist. Also das kann man ganz leicht über unsere Webseite zum Beispiel herausfinden. Da geben Sie die Postleitzahl ein und da wird Ihnen die Windlastzone herausgegeben und auch eine anschließende Klammerberechnung und Windzugberechnung. Ja, und daraus ergibt sich eben, je höher die Windlastzone, je höher das Gebäude, umso höher die Geschwindigkeitsdrücke, die wir dort aufnehmen müssen. Die Berechnungsprogramme, die Sie auf unserer Webseite unter anderem finden, das sind Programme, da sind allgemeine Algorithmen hinterlegt, die können nur bedingt viel. Ne? Bei bestimmten Dingen gehen die in die Knie, zum Beispiel alles, was die Nordseeinseln angeht. Da muss ein Einzelnachweis erstellt werden. Bei Gebäudestandorten über 800 Höhenmetern, da muss ein Erhöhungsfaktor mit eingerechnet werden, das kriegen die Programme noch hin. Aber ab 1100 Metern hört es dann auf. Ne? Also ab 11 Meter Höhenstandort ist ein Einzelnachweis durch einen Fachplaner zu erfolgen, aber auch für Kammgipfellagen, exponierte Lagen. Und exponierte Lagen ist leider ein sehr schwammiger Begriff, ein nicht direkt greifbarer Begriff. Hier steht jetzt zum Beispiel Flughafennähe. Was heißt denn Flughafennähe? 1 Kilometer, 3, 5, 15? Ist nirgendwo genau definiert. Ja, der Fachplaner, Statiker oder Sonderfachmann. Also der Zimmerer zum Beispiel darf es auch rechnen, darf auch den Einzelnachweis erstellen. Er hat irgendwo Statik mitgelernt. Wenn er denn die Berechnung dann auch ausführen kann, so schwierig ist es am Ende des Tages gar nicht, kann er auch diesen Einzelnachweis erfüllen. Neben dem Winddruck oder vielmehr für uns interessant hier der Windsog. Solange der Wind die Pfannen ans Dach drandrückt, an die Unterkonstruktion drandrückt, haben wir überhaupt gar kein Problem, solange die Unterkonstruktion den Druck aufnehmen kann. Also für uns ist ja viel relevanter der Windsog. Von außen kann die eben die Lagesicherheit auch durch Druck von innen beeinträchtigt werden. Bei offenen Gebäuden, wenn ich dort keine geschlossene Deckunterlage habe. Also bei offenen Gebäuden oder auch geschlossene Gebäude mit durchlässigen Außenbauteilen, auch das können diese Programme nicht abbilden. Auch da muss ein Einzelnachweis erbracht werden. Wir haben das oftmals im landwirtschaftlichen Bereich, nehmen Sie mal einen Kuhstall, da sind diese Lamellengitter an der Seite dran. Das sind klassische geöffnete Bauteile, damit eben die Feuchtigkeit gut rausziehen kann. Wenn dort von unten keine geschlossene Deckunterlage vorhanden ist, kann der Wind eben auch von innen unter die Ziegelsteine runterdrücken. Einzelnachweis erforderlich oder bei offenen Gebäuden, und das ist so definiert, als offen gelten Gebäude, wenn mindestens eine Außenwand mehr als 30% der Gesamtfläche geöffnet ist. Auch das finden wir oftmals im landwirtschaftlichen Bereich, sag mal wieder die große Scheune mit dem Scheunentor. Sobald ein Tor drin ist in dem großen Loch, dürfen Sie das getrost als geschlossenes Gebäude ansehen. Denn wenn es einen Sturm gibt und der Bauer macht sein Tor nicht zu, ist er selber schuld. So wird es gesehen. Aber wenn eben kein Tor drin ist, wie in diesen beiden Beispielen, und eben keine geschlossene Deckunterlage vorhanden ist, dann kann der Wind eben auch von innen hier reindrücken und die Ziegel und Dachsteine von unten anheben. Und dann ist der Einzelnachweis dort erforderlich. Es gibt ein paar Einschränkungen dazu, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also erstmal, was ist ein geschlossenes Gebäude, geschlossene Unterlage? Als durchströmungshemmende Schicht werden in diesem Sinne Bauteile verstanden mit luftdichten Schichten nach der DIN 4108, also verputzte Flächen oder verklebte, Achtung auf das Wort, Dampfsperren. Die innere Folie, nicht die äußere, sehen wir gleich nochmal ein Beispiel zu. Und auch im Bereich von Dachüberständen kann es ja passieren, da habe ich dann vielleicht nochmal eine Sichtschalung unten drunter. Auch da ist neben den abhebenden Kräften, die von außen wirken können, zusätzliche Belastungen von unten auf den Ziegel oder Dachstein wirken. In diesem Bereich von Dachunterüberständen sind Unterspannungen in Verbindung mit zwischen und unterhalb der Spannung angeordneten Sichtschalungen als geschlossene Deckunterlage zu betrachten. In diesem Bereich. Das heißt, im Allgemeinen ist die einfache Unterspannbahn keine durchströmungshemmende Schicht, keine geschlossene Deckunterlage. Also Achtung bei der Scheune, wo Sie einfach die Unterspannbahn reinbringen, das reicht nicht aus. Das werden Sie, wenn Sie das Berechnungsprogramm auf unserer Webseite durchklicken, werden Sie unterwegs aber auch gefragt, besteht durchströmungshemmende Schicht nach 4108, ja oder nein. Wenn Sie ja anklicken, kommt ein geringeres Verklammerungsschema raus, als wenn Sie nein anklicken. Im Spitzboden ist es genauso. Im ausgebauten Dachgeschoss bleibt oftmals ein kleiner Spitzboden über
Und auch hier im Bereich von nicht ausgebauten Spitzböden ist eine Unterspannung als geschlossene Deckunterlage anzuerkennen. Nur dort, ne? Dachüberstand und Spitzboden im Allgemeinen eben nicht. Beispiel hier, hier haben wir natürlich unsere geschlossene Deckunterlage, verputzte Fläche, Dampfsperre noch oben drauf. Hier ist zusätzlich noch eine Schalung eingezeichnet, die denken sich bitte weg. Hier die einfache Unterspannung dürfen Sie in diesem Bereich Spitzboden auch als geschlossene Deckunterlage anerkennen. Aber eben nur dort. Hier, was macht der Wind auf unserem Dach? Er sorgt für Verwirbelungen. Das ist das, was letztendlich einen Großteil des Soges produziert. Also Anströmrichtung in diesem Fall aus dieser Richtung, ein Teil des Windes wird nach oben abgeleitet, der zieht hier über den First und dahinter bildet sich ein Wirbel, ein sogenannter Vortex. Und hier fällt der Wind eben nach unten ab und diese Kraftpfeile, Sie sehen es, drehen sich im Kreis. Und hier kommt dann eben die Sogwirkung zustande, dass der Wind die Ziegelsteine von der Leitung runterziehen möchte. Also die Sturmschäden entstehen in der Regel auf der windabgewandten Seite. Viel häufiger als auf der windzugewandten Seite. Kann natürlich auch auf der Seite passieren, an der Traufe das gleiche Thema. Ein Teil des Windes wird nach oben abgeleitet, ein Teil fällt aber auch nach unten ab und bildet hier auch wieder diesen Wirbel mit einem Kraftpfeil nach oben, dass dort abhebende Kräfte entstehen. Dachziegel, Dachsteine haben sich nicht umsonst seit Jahrhunderten, man kann vielleicht sogar sagen seit Jahrtausenden, als Dacheindeckungsmaterial bewährt. Die haben nämlich eine Besonderheit, die liegt in der Natur der Dachziegel, Dachsteine. Das Verhalten von unverklammerten oder auch verklammerten Dachziegeln oder Dachsteinen wird im Regelfall durch die belüftete Luftschicht unterhalb der Dacheindeckung, also die Ebene unserer Konterlatte, die Lüftungsebene, beeinflusst. Denn der Wind ist eine dynamische Last. Schnee ist eine Streckenlast, die wirkt gleichmäßig, dauerhaft mit der gleichen Last in die gleiche Richtung. Wind ist eine dynamische Last, die nimmt zu und nimmt ab, nimmt zu, nimmt ab. Das kann man ja auch sehr schön hören, der Wind pfeift, ne? Das Geräusch geht hoch, Geräusch geht runter, eine Windböe, da liegt es sogar in der Begrifflichkeit an sich, dass der Wind an Stärke zu und abnimmt. Und wenn er das tut, wenn nicht gerade die ganz, ganz starke Böe kommt, die es mit einem Mal rausreißt, dann hebt der Wind den Dachziegel, Dachstein am Fuß einmal an. Und in diesem Moment, wo er das anhebt, findet ein Druckausgleich zwischen der belüfteten Ebene und der Umgebungsluft statt. Und dadurch legt der Ziegeldachstein sich oftmals auch wieder hin. Das ist halt eine Sache, die ist den Dachziegeln, Dachsteinen zu eigen und die dadurch in der Praxis auftretenden abhebenden Beanspruchungen liegen durch dieses Tragverhalten betragsmäßig weit unter den in den technischen Baubestimmungen festgelegten Werten. Das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das steht auch so in Fachregeln drin. Das ist eben eine Produktbesonderheit bei Dachziegeln und Dachsteinen. Ja, das Dach hat verschieden anfällige Bereiche. Wie teile ich so ein Dach ein? Nein, ein Druckausgleich ist bereits gegeben. Also es ist da relativ egal, ob jetzt da 24 oder 40 oder wie hoch die Ebene ist, solange der Druckausgleich stattfindet. Kann natürlich sein, dass bei einer besonders starken Böe der Druckausgleich bei 24 mm nicht mehr so gegeben werden kann wie bei 40 mm. Aber da reden wir irgendwo von Grenzbereichen, die dann da auf in der Praxis dann keinen Einfluss mehr haben. Sodass die Konterlattenhöhe, ich empfehle Ihnen immer, hohe Konterlatten zu planen aus verschiedensten Gründen. Also nehmen Sie immer lieber die Vierer als die Dreier. Das hat verschiedenste Gründe, Hinterlüftung, Feuchteschutz, Langlebigkeit, Wärmeschutz, alle möglichen Dinge hängen daran. In dem Fall hat das auf die Windzugsicherung, auf die Lagesicherheit marginalen Einfluss, wenn überhaupt. Ja, so ein Dach wird eingeteilt in verschiedene Bereiche. Die Dachränder, Dachkanten, immer die anfälligsten, was das Thema Windzug angeht. Windrichtung von hier, der Ortgangbereich, wird definiert als ein Achtel der Gebäudebreite, mindestens aber 1,50 Meter. Und der Trauf- bzw. Firstbereich wird als ein Achtel der Gebäudelänge auch wieder mindestens 1,50 Meter definiert. Bei großen Gebäuden ist es natürlich so, können diese Bereiche schnell dann auch größer werden. Und hier haben wir eine schöne Tabelle, in der man gut das sehen kann, was ich eingangs mal gesagt habe, welchen Einfluss verschiedene Dachneigungen auf die Windzugbeansprechung haben. Wir sehen hier, ich nehme jetzt mal, weil es dort am deutlichsten ist,
den Bereich 3 raus, also das ist hier der Traufbereich, das ist am deutlichsten zu erkennen. Bei steilen Dachneigungen haben wir sogar positive Drücke, ne? Die Ziegel werden an die Unterkonstruktion rangedrückt. Und Sie sehen, je flacher ich werde, umso höher werden meine abhebenden Kräfte. Die negativen Dachneigungen hier, das ist dann eben die windabgewandte Seite. Und auch da sehen Sie, dass hier die abhebenden Beanspruchungen durch die Bank eben höher sind als auf der windzugewandten Seite. Wer ist das Thema Satteldach, betrifft natürlich auch alle anderen Dachformen. Auch beim Walmdach sieht es etwas komplizierter aus, ist es am Ende des Tages aber gar nicht. Sie müssen im Prinzip jede Strömungskante berücksichtigen. Also hier haben wir eben noch die Grate mit dabei, Achtelgebäudelänge bzw. Achtelgebäudebreite. Der höhere Wert zählt, immer mindestens 1,50 Meter. Beim Mansarddach genauso, da haben Sie halt eben den Mansardknick drin, der eine Strömungskante ist. Also es geht da um die Strömungskanten, wo immer diese Verwirbelungen entstehen, die dort abhebende Kräfte auf die Dacheindeckung bringen. Bei Dachneigungen von mehr als 65 Grad wird es sehr einfach. Es ist per se jeder einzelne zu befestigen. Da braucht man dann gar nicht groß rechnen. Die Verklammerung, da es in der ersten Traufreihe oftmals nicht möglich ist, wir haben meistens ein Traufdetail mit Traufbohle, da ist es nicht möglich, die einfach in die normalen Seitenfassklammern zu setzen, beginnt die Verklammerung in der Regel in der zweiten Reihe. Beispiel 65 Grad Dachneigung finden wir oft im innerstädtischen Bereich, wo wir die Mansarddächer haben. Also hier kann ich einfach jeden befestigen. Hier habe ich dann wieder meinen Mansardknick, Strömungskante, hier oben dann meinen Grat. Also dort muss ich dann wieder mit erhöhten abhebenden Beanspruchungen rechnen. Auch ganz wichtig, das Thema Dachdurchdringungen. Auch dort gibt es Verwirbelungen und auch dort muss ich einen Bereich um diese Dachdurchdringung, vereinfacht gesagt, immer so verklammern, wie ich den Ortgang verklammern muss. Als Dachdurchdringung gelten Bauteile, die mehr als 35 cm aus der Dachfläche herausragen und mehr als einen halben Meter breit sind. Darum muss ich dann wieder einen Bereich ziehen, mindestens 1 Meter bis 2 Meter. Ich kann auch mit B-halben der Abmessungen rechnen, das ist eine andere Variante daran zu gehen, wo ich vereinfacht gesagt so klammern muss, wie ich im Ortgangbereich klammern muss. Bei Versprüngen, Gauben dann ganz genauso, auch bei Loggien, also überall, auch wenn die Aussparung nach innen geht, ist es das gleiche Thema, muss ich da wieder diesen Bereich von 1 bis 2 Metern Randbereich ziehen, wo ich dann erhöht verklammern muss. Bei einander gebauten Gebäuden unterschiedlicher Höhe können die Gebäude vereinfachend als alleinstehend oder freistehend gesehen werden. Ja, und dementsprechend ergeben sich verschieden anfällige Gebäudebereiche, am anfälligsten immer der Ortgangbereich, Walmgradbereich, danach der Traufbereich, Firstbereich, Innenbereich. Und dementsprechend rechnen Ihnen diese Programme Verklammerungsschemata von 1 zu 1, das heißt jeder Einzelne, 1 zu 2, jeder Zweite, 1 zu 3, jeder Dritte dann aus. Aber wie bereits erwähnt, diese Programme haben ihre Grenzen. Also Nordseeinseln, 1100 Meter etc. geht nicht, aber Sie können auf diesen Programmen auch keine Gauben einzeichnen. Deswegen, wenn Sie dann so einen Report bekommen, das dauert 5 Minuten, wenn Sie sich da durchklicken, gehört in jede Bauakte hinein, steht immer fettrot runter, Achtung, um Durchdringungen höher als 35 cm, breiter als einen halben Meter, muss so verklammert werden wie im Ortgang. Und das heißt, auf einem typischen Einfamilienhausdach mit Gaube können Sie quasi das gesamte Dach 1 zu 2 verklammern. Hab das mal ausgerechnet mit diesem Programm. Also wir haben hier, was windzugmäßig das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Wir haben Einfamilienhaus, Satteldach mit Gaube, Windlastzone 1, Firsthöhe 8 Meter. Trauflänge 6 Meter, Sparrenlänge 6 Meter, Trauflänge 10 Meter. Das Programm hat ausgerechnet, Ortgänge 1 zu 2 verklammern und in dem Fall auch Traufbereich 1 zu 2 verklammern, jeweils 1,50 Meter rein. So. Hätten wir jetzt hier keine Gaube, würde dieser Bereich hier als Innenbereich bleiben, den müssten Sie nicht verklammern. Aber wir haben eine Gaube drin, Schleppdachgaube, 3 Meter breit, 2,50 tief. So. Da habe ich wieder Strömungskanten und da muss ich dann, ich habe jetzt hier mit dem B-halben gerechnet, 1,50 bzw. 1,25er Rahmen drum ziehen, wo ich dann genauso verklammern muss wie im Ortgang. Ja, und dann bleibt dieser gelbe Bereich über, wo Sie hier nicht unbedingt verklammern müssten. Und auch das ist schon halbe Theorie, denn dieser gelb eingezeichnete Bereich hat hier oben eine Höhe von 25 cm. Das ist weniger als eine Ziegelreihe und Sie müssen immer voll auf,
immer aufrunden. Ne? Und da ist der Bereich genauso zu verklammern. Hier haben wir eine Breite von einem halben Meter. Das sind zwei Ziegelbreiten. Bis sie das ihrem Gesellen aufgezeichnet haben, dass er da 8,5 Klammern sparen kann, dann kann er es auch durchklammern. Ne? Da ist es einfacher, sicherer und kostengünstiger. Und ganz wichtig, wenn sie das schon getan haben, haben sie schon mehr getan als die Mindestmaßnahme. Ne? Und das ist vor allem in einer wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit, diesen Mehraufwand zu tun. Was mit der wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit für einen Mehraufwand zu tun hat, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn wir über das Thema Haftung sprechen. Denn wenn mal was passieren sollte, werden Sie als Handwerker insbesondere gefragt, ja, war es denn wirtschaftlich verhältnismäßig, nicht noch ein bisschen mehr zu machen? Und in dem Fall zu argumentieren, ja, die 10 Klammern hier zu sparen, hätte sie meine Kalkulation auseinandergebrochen, da haben Sie einen schweren Argumentationsstand. Kommen wir zur Haftung. Ja, wer haftet denn für Schäden, für Sturmschäden am Gebäude? Der Gebäudeeigentümer haftet für Schäden aus Ablösen von Teilen des Gebäudes. Bundesgesetzbuch, Paragraf 836, Absatz 1. Wie ich? Ich ja wohl nicht. Hallo? Wofür habe ich denn hier Fachbetrieb beauftragt? Sie haften ja wohl gefälligst. Tun Sie auch. 4 bis 5 Jahre, je nachdem, ob Sie einen Vertrag nach VOB oder BGB abgeschlossen haben. Danach sind Sie raus aus der Haftung. Solange Sie nicht vorsätzlich Mängel eingebaut haben. Ja, wenn Sie grob fahrlässig gehandelt haben, wenn Sie vorsätzlich Mängel eingebaut haben, um Ihr Gewinnstreben zu maximieren, so heißt es dann, dann haften Sie lebenslang mittlerweile. Nicht mehr 20 Jahre, sondern lebenslang. Zieht sich aber wahrscheinlich auch Sturmplan. Genau. Wenn Sie nicht einbauen und in 20 Jahren geht es nach unten. Können Sie noch in Regress genommen werden? Das kann passieren, ja. Ja. Es fliegen Gott sei Dank ja nicht so viele Ziegel weg. Ne? Aber wir als Nelskamp haben keine Ahnung, wie viele Tausend und zigtausend Dächer in Deutschland beliefert. Es kommt jedes Jahr vor, bei uns in der Anwendungstechnik, dass da die Themen aufschlagen, wo langjährige, gutgehende Betriebe davon getroffen werden. Und dann, ich komme gleich dazu, die teuersten Schäden entstehen oftmals nicht am Dach. Das kann richtig böse ausgehen. Also, das zeigen Sie es Ihrem Kunden. Wenn es heißt, ja, warum denn? Warum müssen Sie denn hier verklammern? Was soll das denn? Hat doch auch 30 Jahre ohne Klammern gestanden und Sonstiges. Ne? Sagen Sie dem Kunden, Sie haften dafür. Nicht? Ich bin nach 4 Jahren, 5 Jahren raus, wenn ich es ordentlich gemacht habe, fachgerecht gemacht habe. Ja, Gebäudeversicherung. Hallo, wenn Sie nicht haften, dann hoffentlich meine Gebäudeversicherung. Wo bezahle ich die denn? Die haften auch, wenn denn alle Dinge erfüllt sind, die so in den AGBs der Versicherung drinstehen. Erstmal, ja, 2, 3 schöne Urteile. Wenn es vor Gericht geht, man sagt so schön, vor Gericht sind sie wie auf hoher See in Gottes Hand. Wie das ausgeht, weiß man nicht. Schönes Beispiel ist dieses Urteil. Ich hätte vorher eine Wette abgeschlossen, dass Kyrill ein außergewöhnliches Wetterereignis war. Dieser Richter hat im Namen des Volkes dieses Urteil gefällt. Kyrill ist kein außerordentliches Wetterereignis gewesen. Das heißt, eine ordentliche Befestigung hätte diesem ordentlichen und diesem gewöhnlichen Wetterungsereignis standhalten müssen. Tja, noch besser ist der hier. Von einem Hausbesitzer ist zu erwarten, dass er eine jährliche Überprüfung der Dacheindeckung durch einen Fachbetrieb durchführen lässt. Im Namen des Volkes Amtsgericht Leverkusen. Ui, das ist aber hart, ne? Hat einer richtig Richter gnadenlos erwischt. Wenn wir uns das angucken, was in den Fachregeln drin steht, ist das gar nicht so hart. Das beruht sich nämlich letztendlich auf dieser Tabelle. Das sind die empfohlene Wartungsintervalle fürs Stahldach beim ZVDH. Und da steht beim neuen Dach keine, ab 6 Jahre alle 3 Jahre, ab 15 alle 2 Jahre. Aber nach einem außergewöhnlichen Ereignis eines Sturms oberhalb der Windstärke 8, das sind oberhalb 74 Stundenkilometer, ist schnellstmöglich, sofort nach Zugang der Mitteilung, eine stichprobenartige Überprüfung der Deckung, Befestigung, Lattung und Auswirkung auf die Tragkonstruktion durchzuführen. Das steht da so drin und schon seit einigen Jahren, seit 2011. Und dann relativiert sich dieses Urteil auch. So hart ist es gar nicht. Ja, das Thema ist natürlich eine Steilvorlage für Sie, auch Wartungsverträge abzuschließen, was das Thema Steildach angeht. Glauben Sie mir, Versicherungen haben eigene Rechtsabteilungen, die haben Zugriff zu den Juristenportalen, die haben dieses Urteil in weniger als einer Minute gefunden. So, und dann kommen die
zu Ihnen hin und sagen, guten Tag, Herr Reuter, Sie haben Sturmschaden angemeldet, sind 20 Ziegel runtergeflogen, sind leider nicht im Garten gelandet, sind leider unten auf 5, 6 parkenden Autos gestanden, wirtschaftlicher Totalschaden pro Auto 15.000, 20.000 Euro. Wir reden jetzt über 80.000 Euro Schaden. Bei 3.000, 4.000 Euro, das wird meistens so reguliert, aber wenn wir über diese Größenordnung sprechen, da kommt auf jeden Fall ein Gutachter und der wird auf jeden Fall viele bohrende Fragen stellen. Und sagen, guten Tag, Herr Reuter, ja, Pech gehabt mit Ihrem Dach, ist wohl was runtergekommen. Zeigen Sie doch bitte mal die Rechnung eines Fachbetriebes für die jährliche Dachwartung. Wie, haben Sie nicht? Herr Reuter, das tut mir jetzt aber leid. Also, wenn Sie unseren BGB, unseren AGBs nachlesen, da steht drin, dass wir bei Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht zahlen und nicht haften. Tut mir in Ihrem Fall sehr leid. Und dann sind die raus. Also beziehungsweise, das kann natürlich, geht natürlich wahrscheinlich vor Gericht, der Reuter wird sich das nicht gefallen lassen, aber da legen es die Versicherungen eben auf die Klageseite an, auf die juristische Seite an, weil sie haben eine starke Argumentation, dass der Herr Reuter auf fahrlässige Art und Weise seine Verkehrssicherungspflicht, seine Eigentumspflicht vernachlässigt hat. Tja. Gut, der Herr Reuter oder Sie, ich sag mal, Sie sind Handwerker, ne? Wir alle, wie wir hier sitzen, haben wahrscheinlich den Vorteil zu sagen, lieber Gutachter, ich bin Dachdecker, Zimmerer, Fachmann für das Bereich Dach. Ich habe nach dem letzten Sturm diese Begutachtung selber durchgenommen und festgestellt, dass es in Ordnung war. Ja, man kann da wenig sagen. Wenn Sie nachweisen können, dass Sie auf der Schulung waren zum Beispiel, dann können Sie sagen, ich habe das selber überprüft. Sie dürfen natürlich nicht lügen, um Gottes Willen. So, jetzt nehmen wir mal kurz an, der Herr Reuter zieht den Zettel aus der Tasche. Ne, sagt, lieber Gutachter, hier ist der Zettel, ne? Rechnung, Fachbetrieb. Gutachter guckt sich die Rechnung an. Anfahrt, halbe Stunde, 30 Euro. Sichtbetrachtung des Daches, eine Stunde, 60 Euro. Abfahrt, halbe Stunde, 30 Euro. Was denkt sich der Gutachter? Jo. Da rufe ich als nächstes an, da gehe ich als nächstes hin. Also, wenn Sie Wartungsverträge dann abschließen, die Rechnung dafür schreiben, ne, um Gottes Willen nicht das draufschreiben, schreiben Sie am besten genau das ab. Ne. Sie haben eine stichprobenartige Überprüfung der Dacheindeckung, Lattung und Auswirkung der Tragkonstruktion durchgeführt. Ne. Das soll da draufstehen. Das heißt, Sie kommen nicht automatisch in die Haftung, wenn ein von Ihnen gewartetes Dach da irgendwas dran passiert, weil das heißt ja nicht, dass Sie hier jeden Ziegel überprüfen müssen. Ne. Aber Achtung dann eben, dass Sie Ihre Rechnung ordentlich stellen, dass Sie es ordentlich beschreiben, was Sie da gemacht haben. Eben Versicherung haften, ja, aber nicht, sobald Vorsatz oder Fahrlässigkeit im Spiel ist. Das ist bei Privathaftpflicht so, das ist bei gewerblichen Haftpflichten so, das ist bei der Gebäudeversicherung so etc. pp. Das zieht sich da durch wie ein roter Faden. Bei Personenschäden wird es noch schlimmer. Da hat es oftmals noch strafrechtliche Konsequenzen hinterherziehen und die haben es richtig in sich. Also wenn einer so einen Ziegel an die Rübe gekriegt hat, das ist das eine vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung mit, ich habe es nur als Punkt ausgeführt. Man kann sich vorstellen, was das dann ist. Denn, ja, die teuersten Schäden entstehen oftmals nicht am Dach. Übrigens hier die Finkenberger Pfanne, ne? Also hohe Bruchfestigkeit, hervorragend gehalten, die können Sie nochmal eindecken. Ja. Ja. Welche Möglichkeiten haben Sie, die Windzugsicherung zu erstellen? Seitenfalzklammern zum Einhängen, zum Einschlagen, mittlerweile auch zum Aufschieben, zeige ich gleich nochmal kurz. Kopf-Unfalls-Klammern, die den Ziegel an zwei Stellen halten, die Multisturmkralle hält wie Sau, muss ich dazu sagen. Also ist auch wirklich schwierig wieder zu lösen, wenn sie nachher nochmal dran müssen. Kopfklammern nicht mehr zugelassen. Und auch die Verlegung im Mörtel ist nicht mehr als alleinige Maßnahme zur Windzugsicherung zugelassen. Sie müssen alle Kanten, Grate, Ortgänge, Firste mechanisch befestigen. Mechanisch heißt geschraubt. Oder wenn Sie sowas in Mörtel liegen haben, da ist gar keine Firstlatte, wo Sie reinschrauben können. Was mache ich dann? Oben den First, ne? Lach in Mörtel, muss wieder in Mörtel liegen. Bindedraht, ich muss ihn festbinden. Wenn ich nichts habe, wo ich ihn reinschrauben kann, muss ich einen Bindedraht nehmen, das oben hier durch das Loch durchziehen, der im First drin ist, und das Ding festbinden. Nee, jeder Abschluss, First, Grat, Ortgang muss mechanisch befestigt werden. Schön ist es natürlich, wenn ich ein First-Latten-Detail habe, ne, wo ich hier reinschrauben kann, ist ja alles gut. Aber manchmal geht das halt nicht, manchmal ist es nicht da. Ja. Genau.
Exakt. Ja. Und wenn sie nicht schrauben können, weil das Denkmalamt eben kein Firstlattendetail vorgesehen hat, dann müssen sie das Ding festbinden. Wird das hier oben um die oberste Latte mit Bindedraht festgebunden. Das Thema Verklammerung gibt es, glaube ich, schon länger. Es wurde halt immer kontinuierlich verschärft. Also am Anfang waren es Empfehlungen, dann kam die erste Pflicht, ich glaube 2004 und 2011 dann die letzte Verschärfung. Also das Thema gibt es schon länger, ja. Also es gibt keine Sanierungspflicht für den Eigentümer im Sinne von NF, sie müssen irgendwie die Geschossdecke dämmen oder ähnliches. Aber wenn was passiert an dem Dach, ja, und dann sage ich, Sie haben in den 90er, 80er, wann auch immer gebaut und Sie haben Ihr Dach nicht warten lassen, der Fachbetrieb hat Sie nicht darauf hingewiesen, dass Ihr Dach nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, das tut mir jetzt aber leid, also dann sind wir wieder genau, dann kann die Versicherung wieder genauso argumentieren, wie sie es gerade getan hat. Also wenn Sie halt einen Wartungsvertrag machen und Sie sehen, dass das Dach, keine Ahnung, 70er, 80er, war auch immer erstellt, nicht verklammert ist, haben Sie natürlich eine Hinweispflicht, darauf hinzuweisen, lieber Kunde, ne, ich habe mir dann Dach angeguckt und das entspricht nicht mehr den Regeln der Technik, ich empfehle Ihnen dringlichst, hier eine Verklammerung durchzuführen. Was er dann macht, ist seine Sache, ne? Aber tun Sie es. Schadensbeispiele, klar, an den Randbereichen, um die Durchdringung herum, eben die Verwirbelungen, da ist am anfälligsten. Auch unter PV-Anlagen muss verklammert werden, die haben nicht unbedingt einen abschirmenden Bereich, also jedes Gewerk muss auf Stand der Technik abgeliefert werden. Und um die Sache etwas einfacher zu machen, haben wir uns für den Bereich Ziegel etwas einfallen lassen, und zwar die ziegelintegrierte Sturmklammer. Die ist bereits werkseitig auf dem Ziegel befestigt, ich greife hinter und ziehe ihn runter und habe ihn dann eben befestigt. Passt sofort für 3-5er Lattung als auch für 4-6er Lattung. Der Ziegel wird mittig gehalten, also im Ziegelschwerpunkt, nicht mehr nur an der Seite, dass er seitlich aufscheren kann. Ich kann die Klammer etwas drehen, so wenn ich genau auf dem Sparren lande, dass ich auch neben dem Sparren komme. Und die Auszugskräfte sind sogar noch höher als bei den herkömmlichen Seitenfalzklammern. Warum ist das Thema Verklammerung überhaupt so unbeliebt? Ein schönes Beispiel sehen Sie hier vorne. Also jeder kennt, das war jetzt schon sehr gut, jeder kennt dieses Thema, die hängen aneinander, das ist nicht mehr feierlich. Also das auseinander zu tüdeln, da können Sie mal 20 Minuten Zeit mit verbringen. Weiterer Vorteil hierbei ist, Sie können das von außen lösen. Mal kurz die Präsentation zurückhaben. Ohne einen kaputt zu hauen. Also wenn Sie, gerade wenn Sie 1:1 verklammert haben, dann kommen Sie nicht mehr dran, dann müssen Sie einen kaputt schlagen, sonst kommen Sie nicht dran. Hier können Sie so eine Art Schiefereisen von außen drunter her schieben, den Bügel nach oben schieben, den Ziegel herausnehmen, an der Unterkonstruktion arbeiten und danach den bewitterten Dachziegel wieder reinsetzen. Also keine Farbunterschiede am Dach. Und, ich muss zugeben, mit ein bisschen Gefummel kriegen Sie es auch wieder hin, dass Sie es verklammert haben. Also auch bei den Seitenfassklammern kriegen Sie letzte nie verklammert. Kommt mit dem Finger gar nicht dazwischen. Und hier können Sie mit dem Haken das Ding wieder runterziehen. Ist ein bisschen fummelig, geht aber. Bereich Dachsteine haben wir eine andere Seitenfalzklammer uns einfallen lassen. Ich nehme mal eine von unten raus aus der Kiste und habe auch eine in der Hand und nicht die ganze Kiste. Ist eben eine Seitenfalzklammer, sitzt dementsprechend auch auf der Seitenfalz meines Dachsteins. Ist hier drauf, wird runtergezogen und hängt hiermit dann hinter den Dachlatten fest. Verheddert sich nicht so, trägt nicht so dick auf, sprich bei nachträglicher Begehung, wenn der nächste Stein hier überdeckt, steht er nicht hoch. Deswegen haben wir auch auf der Rückseite der Dachsteine mittlerweile eine kleine Aussparung drin, um das Auftragen von den Klammern zu verhindern. Und was bei nachträglicher Begehung einfach die Sicherheit des Daches, was das Thema Langlebigkeit angeht, deutlich erhöht. Ja, und ich habe ein paar Sachen schon vorgedeckt. Die erste Reihe eben liegt schon, haben wir nicht verklammert, Ortgänge habe ich mechanisch befestigt. Ja, jetzt komme ich mit meinem Dachstein daher, lege ihn auf, ist ja besonders leicht, der Easy Life, komme mit meiner Seitenfalzklammer, ziehe hier drauf, ziehe sie hier runter und das war's schon. Und so geht es dann sukzessive weiter. Und Sie merken halt kein Gefummel mehr für das Hinterhängen der Klammern, dass die Klammer wieder abrutscht oder ähnliches. Ich decke da einfach mit der Hand so durch, mache jetzt nochmal so zwei, drei
Dachsteine in dem Fall. Und das war's. Ne? Hier sind die Ziegel jetzt fest. Ne? Kriegt die nicht mehr gelöst. Die Nasen haben sich dort hintergegriffen. Schnelles, einfaches Prinzip für die Verklammerung. Den Ziegel. Den kriege ich hier, weil der noch oben nicht keiner drüber liegt, kriege ich den noch raus. Sonst eben Hammer. Sonst geht es nur mit dem Hammer. Das ist eben einer der Vorteile beim Dachstick. Ich zeige es auch mal kurz. Ich greife ihn, greife hier hinter. Im ganz normalen Verlegehandgriff setze ich ihn auf, ziehe ihn runter und das war's. Und das geht eben deutlich schneller. Also Vorteil hierbei ist natürlich die Zeitersparnis bei der Eindeckung, damit ich dort einfach zügiger und einfacher verklammern kann. Und so weiter. Genau, Sie rechnen sich aus, eben zum Beispiel unsere Webseite. Ich brauche 1500 Ziegel für mein Dach, 500 mit Klammer, 1000 ohne. Sie bestellen dementsprechend mit Dachstick, bekommen die dann auch so angeliefert. Also diese Flachstahlklammer ist preislich auf dem gleichen Niveau wie die, da tut sich nichts. Hier bei dem sind wir ungefähr 15, 20 Cent teurer als eine Seitenfalzklammer. Das lässt sich über die Verlegegeschwindigkeit locker wieder rausholen. Okay, also ich stehe euch gerne noch weiter gleich am Stand für weitere Informationen zur Verfügung. Nach dem Vortrag von Herrn Kuhn können Sie auch gerne selber mal ein paar Ziegel legen, ein paar Klammern einhängen. Dafür liegen noch ein paar Muster da. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte und einen schönen Abend. Danke.